Yoshi's Woolly World ist ein knuddelsüßes Hüpfspiel und ich verrate euch jetzt, ob ihr das kaufen und spielen solltet oder lieber doch nicht. Nintendo bringt auf die Wii U, die heutzutage oder beziehungsweise aktuell ja relativ wenig Spiele erhält, also noch ein schönes Jump'n'Run mit einer ihrer größten Marken, und zwar Yoshi. In der Woll-Optik sind wir im Woll-Atoll und werden von Kamek heimgesucht, das ist dieser kleine Zauberer, und der verzaubert uns, beziehungsweise die ganzen Yoshis, verzaubert die in so kleine Wollpäckchen und verteilt die in 5 verschiedenen Welten, in verschiedenen Level, die wir ab da durchforsten müssen. Und dann gibt es einen Jump'n'Run. Das lehnt sich an Yoshi's Island an, das damals auf dem SNES rausgekommen ist. War ein super Spiel, war ein cooles Jump'n'Run und genau dieselben Mechaniken finden sich auch hier in Yoshi's Woolly World wieder. Das ist, ihr habt zum Beispiel eure Eier, das sind aber diesmal so kleine Wollknäuel. Sepp lacht tatsächlich mein Wort Eier. Er hat nicht gelesen. Entschuldigung. Ihr habt also eure kleinen Wollknäuel, mit denen ihr durch die Gegend werfen könnt, um diverse neue Wege freizuschalten, um kleine Secrets zu finden. In jedem Level gibt es 5 Blumen, die einzusammeln sind und auch 5 so kleine Wollknäuels. Und dann baut ihr einen verschiedenfarbigen Yoshi wieder damit zusammen. Ist das nur cool oder nicht? Das verrate ich euch, wenn das Licht, der Reim funktioniert nicht. Jetzt kommen die positiven Aspekte. Bitteschön. Natürlich spielen alle Fans von Nintendo dieses Spiel. Das ist vollkommen klar, denn so viele gibt es auf der Wii U nicht. Aber das lohnt sich hier wirklich. Es ist eine schöne Mischung aus Kirbys Epic Yarn, was ja viel zu leicht war, und einem Super Mario Jump'n'Run, was am Ende des Spiels meistens ja ein bisschen fordernder ist. Das ist ganz cool und von daher macht das auch Spaß, weil gerade in den späteren Welten oder in den späteren Level ist es wirklich fordernd und kann gut auch zum Beispiel zu zweit im Koop-Modus gespielt werden, den es hier das erste Mal gibt. Ich gucke auf meinen schlauen Zettel und sehe, dass ich hier aufgeschrieben habe, kurzweiliger Spaß für zwischendurch. Das beschreibt das Spiel ganz gut, ist auch kein Vollpreistitel, also 40 Euro oder knapp unter 40 Euro, je nachdem, wo ihr euch umguckt, sind für das Spiel eigentlich ganz gut investiert. Ihr habt Spaß damit, am Anfang ein bisschen einfach und hinterher deutlich fordernder, vor allem, wenn ihr die ganzen bunten kleinen Yoshis befreien wollt. Man kann vieles, was ich gerade positiv gesagt habe, auch ins Negative umkehren. Ihr seid kein Fan von Nintendo, dann spielt ihr keinen Yoshi's Woolly World. Dann habt ihr aber auch keine Wii U wahrscheinlich. Ihr seid kein Fan von Jump'n'Runs, dann lasst ihr auch hier die Finger davon, weil viel mehr als ein kurzweiliges, spaßiges Jump'n'Run ist es nämlich auch nicht. Es erfindet nichts neu, hat einfach eine tolle Spielmechanik, aber macht jetzt auch nicht viel anders, bis auf, ihr seht schon, die Optik und den Look, das ist schon ganz geil. Dann habe ich auf meinem Zettel noch stehen, genau, es ist natürlich kein Kaufgrund für die Wii U. Also wer sich für Yoshi's Woolly World eine Wii U kauft, der hat wahrscheinlich auch Garn im Kopf, weil das Spiel ist jetzt nicht so der Knaller, um irgendwie euch die Konsole nach Hause zu holen, extra für Yoshi oder extra wegen Yoshi. Naja, aber an sich, wie gesagt, hatte ich Spaß damit und es war lustig. Es ist unterhaltend, vor allen Dingen im Koop macht das echt Spaß. Ist knuffig irgendwie, also eure Freunde weiblicher Natur werden da auf jeden Fall Spaß dran haben. Und kleinere Geschwister zum Beispiel, mit der kleinen Schwester kann man das auch super spielen. Also macht euch nicht so viele Gedanken, wenn man es irgendwann mal vor allem auf dem Ramsch, auf dem Trödel findet, verramscht, so rum, dann könnt ihr es ruhig mitnehmen, denn Zeitverschwendung ist das nicht, weil es dauert auch nicht so lang. Also von daher, Yoshi's Woolly World von mir aus, einen Daumen hoch und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Endcard bitte. Freunde, wir haben gerade das erste Mal ein Periscope live Stream am Laufen und da gucken zwei Leute zu und die sehen mich gerade, wie ich euch quasi grüße. Also ihr seht mich live, wie ich euch grüße, später im Video. Man, ist das ein Durcheinander. Für alle anderen, ihr guckt euch hier in der Endcard unten 2 Videos an. Da könnt ihr klicken und sehen, was noch so Geiles gibt. Was haben wir denn zuletzt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Nur geiler Schissel bei uns auf dem Channel. Und ich drehe jetzt nochmal diese Kamera, weil dann sieht man auch den Sepp und die Kamera. Hallo, wunderschön. So, bitte weiter gucken. Tschüss.